Hallo Scamwetter-Freunde, hier spricht wieder der Callcenter Crusher zu euch. Im heutigen Video versucht mich die FMC Group IO zu betrügen. Der Versuch war vergebens, denn obwohl ich mich dumm gestellt habe, konnte ich sie am Ende doch zu verbalen Entgleisungen provozieren, damit sie ihr wahres Gesicht zeigten. Habt Spaß mit diesem Video, wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Luna Weiß ist am Apparat. Wie geht's Ihnen? Alles gut soweit? Ja, danke. Wen wollten Sie denn sprechen? Also, Luna Weiß ist mein Name und ich rufe Sie gerade an von FCM Group wegen einer Anmeldung bei Onlinehandel, das Sie getätigt haben. Und ja. Ich wollte Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen, wenn es möglich. Wen wollten Sie denn sprechen? Hier wohnen also mehrere Leute. Paul Rüdiger habe ich den Namen hier. Paul, sind Sie Herr Paul? Ne, mein Nachname ist nicht Paul. Wie ist mein Nachname dann? Rüdiger. Nein. Zugschmiedmeier ist mein Nachname. Ah, okay, ja, ich habe hier, weil ich habe hier zwei Namen. Ich habe Paul Rüdiger und unten habe ich Zugschmiedmeier, ja? Ja, das eine ist die Vorname und das andere ist der Nachname. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, es geht ja um Online-Handel mit Finanzinstrumenten. Mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und so weiter und so fort. Und ja. Ich wollte Ihnen informieren, über wie bei uns funktioniert und wie Sie davon profitieren können. Ja, dann informieren Sie mal. Okay. Also, darf ich Ihnen zuerst fragen, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder gar nicht? Nee, ich wollte das nur versuchen. Okay, also es ist wie zum Beispiel Bitcoin. Wissen Sie Bitcoin, ja? Ja, das ist okay. Mir so bekannt, ja, dass es Bitcoin gibt. Okay, und Onlinehandel hat es mit Investitionen, die man online bei den Plattformen machen kann, zu tun. Und wir arbeiten mit diesen Finanzinstrumenten, damit sie kaufen oder verkaufen können. Und in unserer Handelsplattform, wir öffnen und schließen Positionen im Kauf oder Verkauf, abhängig vom Preis der zum Beispiel Kryptowährungen. So, wir schauen, wenn das Preis von in diesem Fall Bitcoin nach unten gefallen ist, wir öffnen Positionen im Kaufen. Und wenn dieser Preis nach oben gestiegen ist, wir öffnen Positionen im Verkaufen. So, das ist wie wir machen unsere Profite. Verstehen Sie mich? Ja gut, also kann man bei Ihnen Bitcoins kaufen. Oh ja, also es gibt viele Produkte, aber können Sie auch Bitcoin kaufen, was Sie möchten. Es ist kein Problem. Mhm. Und jetzt haben wir auch ein sehr schönes Event für unsere neuen Kunden. Wir bieten bei Sie einen Profit von 10% im Tag. Also das ist unser Ziel, dass jeder neue Kunde bis 10% Profite im Tag gewinnt. Aber wie kann man das schaffen? Sie können zuerst bei uns ein Konto öffnen. Danach dieses Konto mit einem bestimmten Betrag aktivieren. Wenn Sie dieses Konto aktiviert haben, dann bekommen Sie von unserer Seite einen Gutschein. Mit diesem Gutschein haben Sie 2 Wochen Zeit, also 14 Tage Zeit, die ganze Arbeit zu testen, auch die Arbeit zu lernen, unsere Vertrauen zu testen. Und Sie können es schauen, wenn Sie zufrieden mit den Profiten, was Sie täglich gewinnen, dann Sie können mir sagen, Frau Weiß, ich möchte weitermachen. Wenn Sie nicht zufrieden sind, wir beenden unsere Partnerschaft und machen wir Schluss. Das ist kein Problem. Aber jetzt haben Sie diese Möglichkeit, damit Sie kein großes Risiko übernehmen und auch die Unternehmen zu testen. So, Sie arbeiten mit dem Gutschein, nicht mit Ihrem Geld am Anfang. Damit Sie haben eine Möglichkeit, alles zu schauen, mit dem Ruhe, sozusagen. Verstehen Sie? Ja. Okay, und Sie arbeiten jede Zeit mit einem Finanzberater, damit wir können im Kontakt bleiben und alles zusammen schauen. Also Sie brauchen nicht den ganzen Tag vor einem Computer zu sitzen oder so. Wir schauen, wie die Preise gehen, Sie haben Ihre Konto, Sie können da alles auch selbst schauen. Und diese 2 Wochen können Sie mit diesem Gutschein arbeiten und die Profite auszahlen lassen, wenn Sie möchten. Es ist kein Problem. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, wie viel Sie profitieren können oder so. So, sagen wir, dass Sie aktivieren ein Konto mit
250 Euro. Das ist der Mindestbetrag für ein Konto aktivieren. Sie bekommen dann von unserer Seite 100 Euro als Gutschein. So haben Sie dann insgesamt 350 Euro, ja? Mal 10% Profite im Tag, wie gesagt, haben Sie dann 35 Euro Profit im Tag. Mal 20 oder 22 Arbeitstage, das der Monat hat, haben Sie dann 700 oder 770 Euro Profite in einem Monat. Und wenn wir auch den Profit, was wir jeden Tag verdienen, weiter investieren, dann haben wir am Ende des Monats einen Betrag von etwas über 1000 Euro oder so. Verstehen Sie mich, ja? Ja, gut. Habe ich verstanden. Okay. Also, wie gesagt, jetzt ist eine sehr gute Möglichkeit für Sie, weil Sie haben auch so viel Erfahrung und Sie haben diese Chance jetzt auch das Ganze zu lernen, also für sich selbst. Aber ich möchte auch Ihre Meinung wissen. Was denken Sie bis jetzt über alle diese Informationen? Ja, es hört sich erstmal interessant an. Okay. Also wir können das auch zusammenschauen. Ich weiß es nicht, ob Sie jetzt Zeit haben oder einen Computer zur Verfügung haben, damit ich kann Sie auch unsere Plattform zeigen. Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich kann einen Computer starten, das ist kein Problem. Okay. Also Sie haben jetzt einen Computer dabei, ja? Ja, natürlich, sage ich doch. Okay. Ich kann ihn starten. Eingeschaltet? Noch. Okay. Ich kann ihn starten. Ah, noch nicht. Okay. Okay, also mit dem Ruhe und sagen Sie mir, wenn es eingeschaltet ist. Kein Problem. Ja, Sie können mir dann mal sagen, von welcher Firma rufen Sie an? Also FCM Group heißt unsere Firma. FCM? FCM Group, ja. Ja. Okay. Sie können das auch bei Google recherchieren, aber ich erkläre Ihnen alles, machen Sie keine Sorge. Ja, gut. Und wie ist jetzt, wie heißt dann Ihre Webseite? Also unsere Webseite heißt fcmgroup.io. Ah ja, klar. Okay, dann kann ich ja dann mal gucken. Okay. Das ist die Frage, verwenden Sie auf Ihrem Computer AnyDesk oder TeamViewer oder wissen Sie, was das ist? Nee, weiß ich nicht. Okay, also das ist ein Programm, die hilft uns, also es ist leichter mit uns zu verbinden. So, Ihre PC ist meine PC verbunden und ich kann schauen, was Sie auf Ihrem PC schauen, wenn wir verbunden sind. Damit ich kann Ihnen also zeigen, die Plattform oder so. Also es macht die Arbeit einfacher. Ja, das gut. Ist das Ziel, sozusagen. Ist das zwingend nötig, wenn man traden will? Nein, das ist nur, damit ich kann Sie das Arbeit erklären. Also das ist, es hat nichts mit Trading zu tun. Ja gut, aber erklären können Sie es sicherlich auch so, oder brauchen wir das dann zwangsläufig? Ja, natürlich. Es ist nur, um zu helfen oder so. Ist denn Ihre Plattform so kompliziert, dass man das nicht selber machen kann? Nein, ich erkläre Sie auch von hier. Es ist kein Problem. Es ist nur einfacher mit AnyDesk, weil ich kann schauen, was Sie schauen. Und ich sage Ihnen, hier ist diese Sache, hier ist die andere Sache oder so. Okay, und wie nennt sich das Programm? Nochmal bitte? Wie nennt sich das Programm? Also Sie können das von Google herunterladen. Ja, aber wie heißt das? AnyDesk. Also ist Ihr Computer schon eingeschaltet? Ja, ist jetzt angeschaltet. Also E wie Emil. Okay. Also, nein, ich buchstabiere es. Also A wie Anton. Ja. N wie Nordwohl. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. Und K wie Kaufmann. Okay, das habe ich jetzt mal eingegeben. Ja, das ist ein Fernwartungstool, richtig? Ja, es ist mit ein rotes Zeichen.
Ja, aber ich habe es jetzt gerade erstmal gegoogelt. Das ist ja ein Fernwartungstool. Da kommen Sie ja dann komplett auf meinen Rechner. Nö, sowas möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Okay, okay. Machen Sie keine Sorge. Schauen Sie kurz, kann ich Ihnen mit meiner Vorgesetzten verbinden, weil ich denke, er kann Ihnen helfen mit sowas, okay? Ja, von mir aus. Okay, nur einen kleinen Moment bitte, bleiben Sie hier. Ich verbinde Sie jetzt. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hier der Luis Franken von der SM Group. Ja. Sie haben Schwierigkeiten beim Anydesk runterzuladen? Nee, habe ich nicht. Ich möchte es nur nicht benutzen. Sie möchten das nicht benutzen? Nee. Okay. Also Sie haben ja mit meiner Assistentin dann durch Online-Investitionen gesprochen, ja? Ja, richtig. Genau. Sie haben dort eine Anmeldung getätigt? Ja, natürlich. Genau. Also, das heißt, Sie haben Interesse, mit Online-Investitionen zu starten oder was anzufangen? Ja, sonst hätte ich meine Anmeldung ja nicht gemacht. Genau. Also, Sie wollen ja mit Kryptos sich befassen. Nicht zwangsläufig Kryptos. Nicht zwangsläufig Kryptos. Nochmal bitte. Nicht zwangsläufig Krypto. Ich sage, es gibt ja, dass Sie ja mit Krypto befassen, mit Forex, mit Aktien, Indizes und Rohstoffe. Genau. Und also wir als Unternehmen sind in 5 Bereichen fokussiert. Weil es lohnt sich nicht nur in einem Produkt zu investieren, sondern in mehrere Produkte, dass Sie ja auch das Risiko verteilen können. Ja, ja, gut. Also Rohstoffe wären für mich interessant und eventuell Aktien. Genau, okay. Dann werden wir fokussieren an die Rohstoffe und Aktien. Ne, da haben wir ja auch Aktien von Amazon. Ne, wir haben Partnerschaft mit Amazon, deswegen, wenn wir oder wenn Sie durch uns an Aktien von Amazon investieren werden, da bekommen wir eine Provision von 0,08%. Aber das gilt nur für Aktien von Amazon. Andere Aktien, dann wird der 5% Standard sein, ja? Hm. Ja, nee, Amazon ist nicht so meine Welt. Ist ja, also, ich sage Sie, weil gibt es Kunden, die ja mit Amazon beschäftigen möchten. Gibt es verschiedene Aktien, wo wir investieren können? Ja, das schauen wir das auch gemeinsam, ne? Weil die Investitionen werden wir von uns durchgeführt. Die werden Ihnen die Signale, die passenden Tipps, ne, welche Produkte oder welche Aktien man kaufen soll, die am besten steigen werden. Ne? Und dann entscheiden Sie, ob wir das Geld dort investieren sollen oder irgendwo anders, weil es ist ja Ihr Geld. Genau. Okay? Ich möchte schon selber entscheiden, was investieren, in was ich investiere. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja Ihr Geld. Wir geben Ihnen die passenden Tipps, ne? Und dann sagen Sie, ob Ihnen das gefällt oder nicht. So ist ja das. Da werden wir ja auch mit Autotrader arbeiten. Ne, da haben Sie auch die Möglichkeit, da Gewinne zu erwirtschaften. Das wird automatisch leuchten. Was ist denn ein Autotrader? Ich will ja keine nichts mit Autos handeln. Ja, das werden Sie ja auch dort einschalten. Das ist ja auch besser für Sie. Weil Sie werden nicht den ganzen Tag ja da kaufen und verkaufen. Ne? Irgendwann haben Sie auch was zu tun. Ja, natürlich, ja, aber und dafür, was hat das mit Autos zu tun? Autotrader, nicht mit Autos. Autotrader, der tradet automatisch. Ach so. Das ist eine automatische Software. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie auf der Arbeit sind oder mit Familie draußen gegangen, ne, Sie werden nicht 24/7 auf Ihrem Account schauen, was Sie da kaufen werden oder wie die Profite oder wie die Preise steigen oder fallen. Ne? Werden Sie nicht immer. Deswegen werden wir auch den automatisierten Software, den NT4 oder NT5, dort installieren. Das macht das Arbeit leichter. Wie heißt das? Das Handeln wird ja
Wie heißt das Programm? MT4 oder MT5. MT4 oder MT5? Genau. Ah ja, gut. Okay. Und das... Die werden ja auch dort installiert und dann wird ja auch das Trading ja automatisch dann. Ne? Weil wir auch als Broker-Experte, ne, haben wir auch verschiedene Kunden und wir haben nicht die Zeit bewältigt, nur mit ihrem Konto zu beschäftigen. Verstehen Sie? Ja, wir werden mit ihrem Konto, sage ich mal, eine halbe Stunde oder eine Stunde beschäftigen. Ne? Und den Rest werden wir mit automatischen Software sie auch. Ah ja. So läuft das. Okay. Ja. Genau. Gut. Und wenn ich fragen darf, was ist Ihre eingeplante was Einsetzung? Bitte? Oder was haben Sie geplant, dort zu investieren? Ja, dann muss ich mir meine Gedanken noch machen. Ich weiß ja nicht, was ist denn da möglich? Also, ich glaube, Sie haben an den Werbungen gesehen, dass man da ab 250 Euro investieren. Ja. Das minimalste Betrag lautet 250. Mhm. Ja. Und dazu, als neue Kunde, bekommen Sie einen Gutschein in Höhe von 50 Euro. Das sind 20% von dem Betrag, was Sie einsetzen. Ja. Und wo Sie die Möglichkeit haben, dann in den ersten 2 Wochen nur mit dem Gutschein zu handeln, dass Sie es schauen können, wie das Arbeit sich entwickelt und wie das Arbeit funktioniert. Ja, ja gut, und also 250 Euro hört sich ja nun nicht so viel an und ich glaube, mit 250 Euro kann man nicht so wirklich viel verdienen. Natürlich kann man nicht viel verdienen. Ja, welche Möglichkeiten haben wir denn da noch? Ja, Möglichkeiten. Also je höher der Betrag ist, dann werden Sie auch mehr verdienen, mehr Produkte kaufen. Ne? Aber der Betrag ist dann natürlich, dass Sie als neue Kunden erstmal das Arbeit verstehen, wie es funktioniert, ohne dass Sie ein großes Risiko zuerst nehmen. Ne? Sie sollten erstmal das Arbeit verstehen und schauen, wie es funktioniert. Ne? Wenn Sie mit 250 Euro, mit dem Profiten zufrieden sind, was wir erwirtschaften, dann sagen Sie, okay, dann kann ich auch 1.000 Euro investieren. Ne? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, so 5.000 Euro zu investieren fürs Trading. Dann sind Sie auch 5.000. Ne? Aber erst werden Sie mit 250 Euro das Konto aktivieren. Es wird das Konto aktiv stellen. Ne? Ja, warum nicht das gleich Konto 5.000? Eröffnen. Das ist, erschließt sich mir nicht ganz. Sie können auch 5.000. Wenn Sie 5.000 wollen, dann bekommen Sie ja noch 20% Gutschein dazu. Das ist bei jeder Kunde. Mhm. Genau. Dann werden Sie starten. Ja gut, aber ich sage mal, 20% ist ja anders, als wenn ich bei 250 Euro, ja, irgendwie, naja gut, 50%, okay. 20%. Nochmal bitte? Ja, okay. 20% Gutschein gibt es. Okay. Das ist 20% Gutschein. Also von 250 Euro war das 50 Euro. Ja, ja, okay. 20%, ne? Das ist genau. Klar. Und ja. Wie muss ich das, wie kann ich das investieren? Wie funktioniert das? Also, ich weiß nicht, ob Sie durch Kreditkarte das machen wollen oder durch Überweisung. Das kommt drauf an. Also Kreditkarte habe ich nicht. Sie haben keine Kreditkarte? Nee. Ja, dann müssen Sie das durch Banküberweisung tätigen. Das wäre möglich, das ist kein Problem. Da gehe ich zur Bank und überweise das. Genau. Haben Sie Online-Banking? Nee, habe ich nicht. Ich habe eine Bank direkt in der Nähe, da kann ich hingehen und kann das überweisen. Mhm. Okay. Dazu aber muss ich Sie erstmal bei einer Vermittlerbank registrieren lassen, dass Sie als offizielle Kunde einsteigen. Ja, ich bin doch mal bei meiner Bank verifiziert. Nee, das, nein. Nicht von der Bank, was Sie meinen. Also, es sind Vermittlerbanken, die das Exchange machen werden. Wieso Exchange? Ich zahle doch in Euro ein. Warum soll ich dann Geld wechseln? Genau. Ja, das wird ja gewechselt anhand des Plattform. Ja, aber ich bezahle es doch auch in Euro ein. Da muss doch nichts gewechselt werden. So sind die Regeln.
Ja, also ob das muss oder nicht, das weiß ich nicht und das wissen Sie auch nicht besser. Also da ist ja das Finanzamt, die ja das die Regeln gestellt hat. Das Finanzamt hat ja, die Regeln und erstellt. Wir laufen auf die Regeln. Das Finanzamt hat die Regel für Sie, für Ihre Firma erstellt? Na klar. Das ist ja seltsam. Hier gibt es ein paar Regeln. Ja, aber ja. Das Finanzamt also kümmert sich nicht, eigentlich nur Sie um... Morgen, es geht nicht, dass Sie morgens aufstehen und Sie irgendwas machen, ne, mit dem Geld. Ja, da gibt es ja Geldwäsche. Da wollen wir keine Probleme haben. Ja, aber wenn ich einzahle... Also ich persönlich nicht. Wenn Sie ja da solche Probleme haben wollen, dann okay. Aber ich nicht. Ich mache doch keine Geldwäsche. Ich investiere doch in Aktien oder in Rohstoffe. Das ist doch keine Geldwäsche. Ja, das kann Geldwäsche. Aber auf jeden Fall müssen Sie bei einer Vermittlerbank registrieren lassen. Und welche Vermittlerbank ist das? Das können Sie durch Binance machen, durch Bitpanda. Nee, also Binance ist oder Bitpanda, das sind doch Wechselstuben im Prinzip und ich will doch gar kein Geld wechseln. Das sage ich doch, dass die Wechselstücke sind, warum ja, aber wir das Geld wechseln wird. Ich will doch gar kein Geld wechseln, ich zahle in Euro ein und gut ist. Wollen Sie starten oder wollen Sie nicht? Ob Sie das wechseln oder nicht, also es spielt ja keine Rolle. Sie werden Ihren Betrag dort haben und werden Sie mit Ihrem Betrag handeln. Das war's. Dann habe ich also den Betrag bei dieser Geldwechselfirma, wie haben Sie gesagt, Binance oder Bitpanda, da habe ich das Geld da, aber ich wollte doch bei Ihnen investieren. Genau, Sie werden das Geld dann bei uns haben, wo Sie ja dann mit Aktien und Rohstoffe ja beschäftigen können. Also, das erschließt sich mir nicht, die Logik, ja, die Sie dahinter haben. Nochmal bitte. Ihre Logik erschließt sich mir nicht. Weil ich will, ja, wie so gesagt, sind die Regeln. Die Regeln, die Ihr Finanzamt gemacht hat. Wo sitzen Sie denn überhaupt, wenn Sie sagen, das Finanzamt macht die Regeln? Nochmal bitte. Wo sitzen Sie? Wo sind Sie denn gemeldet, wenn Sie sagen, das Finanzamt macht Ihre Regeln? Wo sind Sie gemeldet? Ja, genau. Bei der Deutschen Börse in Berlin. Bei der Deutschen Börse in Berlin sind Sie gemeldet. Genau. Und wo ist Ihr Firmensitz? In England. Ach, London. In England? Der Hauptsitz. Und bei der Deutschen Börse sind Sie gemeldet. Da müssen Sie auch eine Filiale in Deutschland haben, oder nicht? Sage ich doch, bei Fasanenstraße 85. Nee, das haben Sie noch Neben nicht gesagt. Ludwighaus. Das haben Sie noch nicht gesagt. Dann habe ich jetzt gesagt. Fasanenstraße? In welcher Stadt? 85, neben. In welcher Stadt? In Berlin. Ah ja, Sie sind also in Berlin. Okay. Dann sind Sie also bei der gut, dann sind Sie ja quasi registriert und so weiter, alles. Das hört sich ja dann schon mal sehr ja. gut an. In Deutschland, warten ja. Sie mal, in Deutschland ist es da nicht so, da wird man doch irgendwie registriert und wie heißt das? Reguliert. Ja, genau, reguliert. Ja, sind Sie das auch? Ja, sind wir. Und Sie sind bei wem reguliert? Beim FCA-Register, Finanzdienstleistungsregister. Also nicht, in Deutschland ist man doch normalerweise dann bei der BaFin registriert oder reguliert für Deutschland. Da sind Sie also nicht reguliert. Nochmal? Ich sagte, in Deutschland ist es doch normalerweise so, dass die Firmen bei der BaFin registriert und reguliert sind.
Und da sind Sie nicht reguliert. Die deutschen Unternehmen aber. Also Sie sind nicht bei der BaFin. Habe ich gesagt, beim Finanzdienstleistungsregister. Ja, aber eben nicht bei der BaFin, richtig? Wir sind eine Nee, nicht bei der BaFin. Wir sind kein deutsches Unternehmen. Wir sind ein britisches Unternehmen. Naja, aber selbst britische Unternehmen können sich doch bei der BaFin registrieren oder so lassen. Nein. Ja, doch, natürlich. Nein. Na gut, nein. Sie sind da ja schlauer als ich. Ich kenne nur viele, viele Betriebe, die in Deutschland handeln und die fallen mir ein, die auch nicht aus Deutschland sind und trotzdem bei der BaFin sind. Nee. Das ist ja allgemein bekannt. Aber gut, wenn Sie das nicht sind, ist schön. Gut, okay, dann... Wir sind es. Gut, okay. Dann die Frage, wohin muss ich das denn jetzt überweisen, mein Geld? Wie gesagt, wir müssen erstmal Sie beim Binance oder Coinbase oder beim Bitpanda registrieren lassen. Oder beim Kraken. Das heißt, da muss ich mich da registrieren? Jawohl. Ah ja, und wo geht das? Wie geht das? Das geht einfach. Gehen Sie auf Ihren Computer. Da sind Sie erstmal. Was spielt denn das? Augenblick mal, das spielt doch keine Rolle, wie alt ich bin. Ich meine, ob Sie fertig mit dem Computer sind oder nicht. Ob ich was bin? Fleißig mit dem Computer oder nicht? Fleißig mit dem Computer? Ja, ob Sie klarkommen, ob Sie alt sind und nicht verstehen, wie ein Computer funktioniert, oder ob Sie jung sind und Sie haben Ahnung, wie mit meinem Computer klarkommen kann. Ich weiß schon, wie man einen Computer bedient. Wunderbar, da können Sie Computer bedienen. Haben Sie Kamera auf Ihrem Computer? Was haben wir? Eine Kamera. Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Laptop. Okay, dann... Wozu brauchen Sie eine Kamera? Ihnen zu telefonieren mit Kamera. Eine Videoverifizierung zu machen. Naja, eine Videoverifizierung, das geht doch in Deutschland über Postident, über das Postident-Verfahren. Über was? Über das Postident-Verfahren. Oh, was ich sage und was Sie sagen. Wir haben die Regeln von uns und von der Vermittlerbank, wie Sie verifizieren lassen und nicht, was Deutschland sagt. Wie, also wie soll ich mich denn per Kamera verifizieren? Genau. Ja, wie? Erklären Sie mal, wie das gehen soll. Ja, dann haben Sie keine Kamera. Ich habe doch gefragt, wie das gehen soll, dass ich mich per Kamera bei Ihnen, bei Ihrer Firma verifizieren soll. Wie soll ich mich bei Ihrer Firma verifizieren? Dann müssen Sie bei der Firma gehen, dann werden Sie einen Anruf erhalten per Video und dann werden Sie Ihren Ausweis vorzeigen, dann werden Sie ein paar Fragen gestellt und dann wird die Verifizierung abgeschlossen. Wie gesagt, eine Kamera habe ich nicht an meinem am Rechner. In Deutschland wird im Allgemeinen sowas über das Postident-Verfahren gemacht. Mhm. Oder wenn Sie ja, weil das ist ja beim Stuttgarter Börse, beim Bison-App, oder beim Binance ist das und Bitpanda. Wenn Sie keine Kamera besitzen, dann gehen Sie beim Kraken. Sie haben einen Computer da. Gehen Sie auf Google, schreiben Sie kraken.com auf Google-Webseite. Und wo? Wie heißt diese Webseite? Kraken. Kraken? Sagt mir gar nichts. Genau. Ich sag mir das. Also buchstabieren das muss Sie Ihnen mal. Nicht was sagen, weil Sie davon nicht auskennen. Ja, buchstabieren Sie doch einfach mal. K wie Konrad. Ja. R wie Rudolf. Ja. A wie Anton. Ja. K wie Konrad. Ja. E wie Emily. Ja. N wie Norbert. Ja. Ja. Und genau. Weiter? Suchen.
Kraken. Das ist also keine Webseite. Nochmal? Das ist also keine Webseite, wonach ich suchen soll. Wie keine Webseite? Ja, was... Soll das eine Webseite sein, bei denen, nach der ich suche? Steht da Crypto Exchange? Nein, das, ich habe bis jetzt ja nur Kraken da. Dann, wenn das eine Webseite ist, muss ich ja... Lass mich doch mal ausreden. Wenn das eine Webseite sein soll, dann muss ich auch die Endung dafür haben. .de, .com. Sie machen jetzt so, ob Sie ja 70 Jahre alt sind. Ich dachte, Sie verstehen, wie man mit Computer umgeht. Ja, wenn ich Kraken eingebe bei Google, dann werden mir nur Kraken gezeigt. Aber wenn es eine Webseite sein soll, ja, zu der ich gehen soll, dann müssen Sie mir schon die Endung sagen. Was haben Sie für Vorschläge? Ich habe noch gar nichts, deswegen habe ich Sie doch gefragt, welche Endung diese Domain dann hat. Meine Herren, Sie machen es aber auch kompliziert. Kennen Sie die Endung nicht, oder was? Sie machen das kompliziert. Doch, kenne ich. Schreiben Sie .com. Aber muss ich nicht das Ganze, weil es kommt nur mit Kraken aus. Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, akustisch. Haben Sie .com geschrieben? Ja, genau. Haben Sie Kraken.com geschrieben? Genau. Okay, was ist da rausgekommen? Ja, Kraken, Bitcoin und Cryptocurrency Exchange. Aber wie gesagt, ich will ja kein Geld wechseln. Ja, es muss das gewechselt sein. Warum? Dann werden Sie das Geld bei uns einsetzen. Ich will ja keine Kryptos einsetzen. Hören Sie doch bis zu Ende. Hören Sie bis zu Ende. Also, hier werden Sie das wechseln. Und bei unserer Handelsplattform werden Sie dann das Geld an Aktien investieren oder an Rohstoffen. Aber ich kann doch nicht nur bei Aktien oder Rohstoffen investieren, wenn ich Kryptos habe. Nee, können Sie nicht. Nein, können Sie nicht. Eben. Nein, können Sie nicht. Ja, genau. Also, wollen Sie das wechseln, wollen Sie nicht? Ich will kein Geld wechseln, ich möchte einen Account erstellen. Okay, Sie wollen gar nicht erstellen. Ja, Sie haben keine Ahnung davon. Sie wollen auch nicht davon nicht lernen. Ah, ich habe übrigens gerade noch was gefunden. Ich habe jetzt einfach mal nach Ihrer FCM-Gruppe gegoogelt, ne? Unseriöse Anbieter, der mit Kryptowährungen hantiert. Es wird gewarnt für Ihre Firma. Wo haben Sie das gefunden? Einfach bei Google eingegeben. Ja, natürlich. Sie sind schlau, muss ich sagen. Auf jeden Fall schlauer als Sie. Ja, sehr schön. Also haben wir es hier wieder mit einem Betrüger zu tun. Okay. Leck meine Eier, du Schwanz. Ah, jetzt hat sich's bestätigt. Sie sind ein Betrüger. Ist ja schon seltsam, dass man bei dieser seriösen Firma erst Euros in Euros tauschen muss, um zu handeln. Und das, obwohl man nur mit Aktien und Rohstoffen handeln will und nicht mit Kryptos. Habt ihr sowas schon mal von eurer Bank gehört? Der war doch wohl nur verärgert, dass ich AnyDesk nicht installieren wollte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Finanzheini haltet. Nun denn, das war's für heute. Euch noch einen schönen Tag. Bis bald.